Gebet, Lobpreis, Wort Gottes und jetzt noch ein bisschen Predigt. Seid ihr bereit? Ja, ich will mich gleich anschließen an meine Frau, die ja die Geschichte erzählt hat von dem König und dem Prinzen. Aber vorher möchte ich noch ganz, ganz herzliche Grüße bringen von unserem Team auf den Philippinen. Wir waren 2,5 Wochen dort gewesen, sind am Freitagabend wieder zurückgekommen und sie sagen ganz, ganz herzliche Grüße an euch und bedanken sich auch ganz herzlich für das Mittragen, für das mit ihnen unterwegs sein. Wir haben uns ja gerade mit dem Team die Hand gegeben, die eine ganz geniale Zeit dort hatten und viel bewegen konnten, an Reich Gottes auch bringen und proklamieren konnten. Es ist gut, mit dem Prinzen unterwegs zu sein. Nicht nur für Ritter, sondern für dich und für mich in deinem und meinem Leben. Ich denke, für die geübteren Geschichtenzuhörer war die Geschichte relativ klar zu verstehen, herauszufinden, wer ist der König und wer ist der Prinz. Hast du den Wald von Hemlock entdeckt, auch in deinem Weg, in dem du unterwegs bist? Und natürlich das Schloss des Königs, dein und mein zukünftiges Zuhause. Und ich möchte dir heute Morgen so diese Frage auch ganz konkret stellen, mit wem bist denn du unterwegs in deinem Hemlock-Wald? Haben wir es entdeckt? Es kommt auf den Begleiter an. Glariton, er war der weiße Ritter. Er hat den richtigen Begleiter für seinen Weg ausgewählt. Wie gelingt es eigentlich dir, immer wieder so diese Melodie des Königs in deinem Leben zu hören? Denn ich denke, wir alle sind ihnen bereits begegnet, den Botschaften der Hoffenichtse, die uns in die Irre führen wollen. Und weißt du, ich bin davon überzeugt, dass die Absicht des Königs, dass die Absicht deines himmlischen Vaters nicht nur die ist, dass du irgendwie durchs Leben kommst, nein, sondern er möchte dir in deinem Hemlock, in deinem Wald, in deinem Leben klare Führung schenken. Bereits in der Schöpfung wird uns deutlich, dass Gottes Geschichte mit der Welt, mit den Menschen eine Beziehungs-, eine Freundschaftsgeschichte ist. Denn Gott schafft den Menschen oder schuf den Menschen zu seinem Bilde. Es ist nicht nur die Würde, die der Mensch durch die Ebenbildlichkeit Gottes erlangt hat. Nein, ich glaube, es ist auch diese Beziehungsfähigkeit, die dir von deinem himmlischen Vater geschenkt wird. Und so wie Gott Beziehung in sich trägt, Vater Beziehung mit dem Sohn und dem Heiligen Geist ganz real lebt, so brauchen auch wir Beziehung zueinander, aber eben auch zu Gott. Am Anfang, wir wissen das alle, war diese Beziehung ungetrübt und einfach gewesen. Da ging Gott mit Adam und Eva in der Kühle des Abends spazieren und es war völlig einfach, Stimme Gottes zu hören und wahrzunehmen. Aber als Sünde diese Beziehung zerstört, wird dem Menschen schmerzlich deutlich, wie tragend sie doch für sein ganzes Leben war. Die Psalmen, sie öffnen uns ein Fenster hinein, das uns live gelebte Gottesbeziehung zeigt und uns mit hineinnimmt. Wir treffen hier Menschen, die Gott ihr Leid klagen, die bei ihm ihren Dank aussprechen. Wir sehen, wie David es uns deutlich macht, wie er mit Gott auch durch schwierige Zeiten geht und es diese Beziehung zu Gott ist, die ihn trägt. Hier beschreibt er uns im Psalm 23, dass er ihn mitten im dunkelsten Tal begleitet, dieser Hirte, dieser Königssohn, dieser König. Dass er ihm Führung gibt und ihn durch die herausfordernden Momente des Lebens hindurch navigiert, dass er dort sicher ist, wo der Prinz mit ihm unterwegs ist. Und ich glaube,
Für David wird deutlich, er, mein Hirte, ist immer für mich da. Und ich glaube, wenn es darum geht, die Stimme Gottes in unserem Leben zu hören, dann geht es nicht nur darum oder geht es überhaupt nicht darum, irgendeine Methode anzuwenden, sondern nein, es geht um eine offene, vertrauensvolle, wahrhaftige, tagtäglich gelebte Freundschaft, Beziehung zwischen dir und deinem himmlischen Vater, die ihn als Autorität anerkennt. Brauche ich die Brille, um das Manuskript besser zu sehen. Das Alter lässt grüßen. Ja, ich glaube, dieses Bild, na, mit Brille ist es auch nicht besser. Ich glaube, ich nehme sie wieder ab. Wahrscheinlich ist die Druckerpatrone leer. Ich glaube, es war dieses Bild, das Jesus im Kopf hatte, als er sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hier kommt gelebte Beziehung zum Ausdruck. Und an dieser Stelle zeigt er uns aber auch, hey, in der Beziehung, in der du lebst, kannst du sicher sein, dass er, dein Hirte, mit dir kommuniziert. Wie redet denn Gott eigentlich mit dir, so in deinem tagtäglichen Weg? Ich glaube, es sind so ganz unterschiedliche Dinge, wie er mit dir redet. Jesus macht uns in Johannes 17 deutlich, dass deine Beziehung zu Jesus auch deine Identität definiert. Du hast eine andere Staatsangehörigkeit, du bist ein Himmelsbürger, wenn du Jesus kennst und mit ihm lebst. Und Gott liebt es, direkt mit dir zu reden. Nein, es muss nicht immer die hörbare Stimme sein. Die wenigsten von uns haben ihn wahrscheinlich auf diese Weise schon gehört. Aber ich glaube, Gott möchte in deine ganz normalen Tage hineinsprechen. Und ich glaube, dass auch deine ganz normalen Tage geprägt sind von dem Vorhaben Gottes für dich. Er will dich darin führen und leiten. Und sicher gibt es viele verschiedene Wege, wie Gott mit uns redet. Da sind Eindrücke, da ist eine Predigt, da gebraucht Gott Umstände. Aber eines haben alle diese Dinge gemeinsam. Gott redet immer die Wahrheit. Und weil sein Wort die Wahrheit ist, wird er seinem Wort nie widersprechen, wenn er mit dir redet. Alles, von dem wir glauben, dass Gott geredet hat, muss am Ende im Einklang mit dem Wort Gottes stehen und sich decken. Und weißt du, in manchen Angelegenheiten muss er gar nichts mehr sagen, weil er schon klar zu dir geredet hat. Weil die Dinge in seinem Wort völlig klar für uns formuliert sind. Da machst du deine Steuererklärung und weißt du, wie du das eine oder andere irgendwie ein bisschen hintricksen kannst. Und du musst gar nicht beten, dass Gott den Steuerbeamten blind macht. Denn das Wort Gottes hat schon völlig klar gesprochen und geführt, dass du ehrlich mit deinen Steuern umgehen sollst. Selbst in diese simplen und alltäglichen Dinge hinein kannst du nach der Melodie des Königs leben, weil es in deinem Wort, in seinem Wort für dich sichtbar ist. Deine Gedanken kreisen vielleicht immer wieder darum, wie gut es der andere hat und wie arm du doch dran bist. Du findest es vielleicht ungerecht, du findest, dir steht es ebenso zu, dieses oder jenes, was er hat und du nicht. Und weißt du, die Melodie des Königs, die Bibel, sie erinnert dich daran, nicht im Vergleich zu leben. Weil sie weiß, dass Neid und Missgunst unsere Zufriedenheit und unsere Dankbarkeit stehlen. Das Wort Gottes sagt uns, dein Wert ist völlig unabhängig von deinem Besitz, von deinem Aussehen, von deinen Eigenschaften, von deinem Wissen, von deinen beruflichen Leistungen oder von deinen Fähigkeiten. Du bist wichtig und wertvoll, so wie Gott dich geschaffen hat und so wie er dich versorgt in deinem tagtäglichen Leben.
In Johannes 17, Vers 16 und 17, da heißt es im Wort Gottes, wir sind nicht von dieser Welt, wie auch, Entschuldigung, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ist es nicht so, dass Gott sich, ist es nicht so, dass sich das Wort Gottes unseren gesellschaftlichen Veränderungen nicht anpassen muss und auch nicht unseren Bedürfnissen anpassen muss? Nein, du und ich, wir brauchen es, durch die Wahrheit des Wortes Gottes verändert zu werden. Und wenn immer das geschieht, kannst du sicher sein, dass Gott zu dir geredet hat. Ich liebe Georg Müller, er war mir in vielen Dingen, in denen ich in meinem Leben unterwegs war, ein großes Vorbild gewesen. Und er hat einmal gesagt, wenn wir aufgrund unseres Gewissens und aufgrund dessen, was das Wort Gottes klar sagt, gehen würden und folgen würden und dem im Gehorsam wandeln, nachfolgen würden, dann wären 90% aller Gebete um die Führung Gottes in unserem Leben schon lange beantwortet. Eigentlich geht es nur darum, im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber in unserem Leben unterwegs zu sein. Sicher hat mancher von uns es schon erlebt, dass ein Vers aus der Bibel in eine spezielle Situation in deinem Leben hinein den Nagel auf den Kopf zu treffen scheint. Oft redet Gott auf diese Weise. Aber ich möchte dich auch ermutigen, prüf dich selbst, ob du den Vers nicht nur gebrauchst, um deine Meinung mit vermeintlicher göttlicher Autorität zu untermauern. Ist das Wort Gottes nicht etwas, was wir manchmal aus dem Zusammenhang herausrupfen und irgendwo eine Meinung untermauern wollen? Wenn du dir darin nicht ganz sicher bist, dann hilft es, den Rat von anderen Christen anzunehmen, damit man sich nicht irgendwo in irgendwelchen Hirngespinsten verrennt. Martin Luther nennt das neben der Bibel das Brüdergespräch ein wesentlicher Maßstab ist, um zu prüfen, was man als Gottes Stimme ausgemacht zu haben scheint. Lass dich ermutigen, mit Brüdern, mit reifen Brüdern auch über Wegführungen in deinem Leben zu reden. Meistens haben sie gute Absichten für dich, die Brüder und die Schwestern. Gott redet zu hörenden Herzen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich einen Gemeindebesuch gemacht und wir haben über alles Mögliche geredet. Ich habe, glaube ich, sogar eine kleine Andacht gemacht. Und am Ende, als ich mich verabschiedet habe, sagte der Bruder zu mir, weißt du, Bruder, das war so schön, dass du mich besucht hast, aber ich habe fast nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. War nicht so ermutigend für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, woran hat es denn gelegen? Dann hat er gesagt, weißt du, die Batterie von meinem Hörgerät war leer gewesen. Hätte sich einfach lösen lassen, gell? Aber weißt du, deine Herzenshaltung ist wie eine Batterie für das Hörgerät. Wenn unsere Herzen hart geworden sind, wenn es uns primär darum geht, unseren Willen zu leben, die Dinge umzusetzen, die uns wichtig und bedeutsam sind, dann kann sich das auswirken wie eine leere Batterie und du kannst Gottes Stimme nicht mehr hören, weil du so vereinnahmt bist von deinem Weg, von deinen Vorhaben. Weißt du, das Hörgerät ist intakt, du bist ein Kind Gottes, aber du kannst nichts hören, weil du so stark auf dich ausgerichtet bist. Wenn Jesus so mit Gott geredet hätte, wären wir alle verloren, weil er wäre nie ans Kreuz gegangen. Es war nicht so, dass er Lust dazu hatte, das zu tun. Er hat den Willen des Vaters über seinen eigenen Willen gestellt. Und ich glaube, in dieser Herausforderung steht jeder Jesus-Nachfolger. Das praktisch zu üben und das immer und immer wieder neu zu tun, den Willen des Vaters über unseren Willen zu stellen. Dein Wille, nicht mein Wille, geschehe. Lass dich einladen, diese grundlegende Entscheidung immer wieder zu treffen,
Gottes Stimme hören zu wollen und unseren Willen unter seinen Willen zu stellen. Weißt du, und ich habe eines festgestellt, ganz oft hat es mit unserem Gottesbild zu tun. Wenn in meinem Herzen Zweifel daran herrschen, dass Gott es ausnahmslos und immer nur gut mit mir meint, werde ich mich schwer tun, ihm mein Herz bedingungslos zu öffnen. Aber er sagt, ich habe dich so lieb, dass ich alles für dich gegeben habe. Wenn das Verlangen unseres Herzens nicht die Melodie des Königs ist, dann werden die tausend Lieder der Hoffenichtse ein leichtes Spiel haben, mich irgendwohin in die Irre zu führen, in die Selbstverwirklichung zu führen, in die Hoffnungslosigkeit zu führen, in die Dinge hineinzuführen, die irgendwo in der Sackgasse ändern. Lass dich ermutigen, in den großen und kleinen Dingen des alltäglichen Lebens Gott mit hinein einzubeziehen. Weißt du, Gott ist an den Details deiner Tage interessiert. Gott will uns auch immer wieder auf Dinge aufmerksam machen, die wir schon längst wissen. Deshalb will Gott dir immer wieder zusprechen, weißt du was, du bist für mich wichtig. Weißt du, du bist für mich bedeutungsvoll. Du weißt es vielleicht schon lange und doch musst du es doch immer wieder hören. Ich habe dich mit Würde beschenkt. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich habe gute Vorhaben über dich und so weiter. Und wenn wir über einen Bibelvers vielleicht nachdenken und dir dabei plötzlich aufgeht, wie viel Gott sich seine Liebe zu uns hat kosten lassen, dann weißt du das vielleicht schon lange, aber erlaube diese Stimme Gottes immer wieder, dir Dinge zuzusprechen, ganz persönlich zuzusprechen. Gerade im Alltag wird man als Christ sich doch immer wieder die Frage stellen müssen, ist nun dieses oder jenes der Wille Gottes in meinem Leben? Wer Gott als Freund und Retter kennengelernt hat, der entwickelt eine Sehnsucht danach, in allen Lebensfragen Gott um Rat, um Hilfe, um Wegweisung zu bitten, weil er diesen Weg Gottes leben möchte. Und verlass dich drauf, er ist es, der dich gerne führt. Im Psalm 32, Vers 8 sagt uns die Bibel, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann ist noch so eine andere Art und Weise, wie Gott uns manchmal führt. Ganz praktisch, die Predigt. Am Sonntagmorgen oder am Dienstagabend oder wann auch immer du sie hörst. Ob im Podcast oder live, das ist, glaube ich, sekundär. Oft macht mir Gott durch eine Predigt Dinge bewusst, in denen er mir zeigt, wer ich für Christus bin. In denen er mich stärkt in meinem Glauben, in meinem Vertrauen. In denen er mir Hoffnung zuspricht und in denen er mich auch vom Holzweg herunterholt und mir klare Lebensführung gibt. Ich erinnere mich, wie Gott vor vielen, vielen Jahren, ich war gerade 6 Monate fromm gewesen, so richtig fromm gewesen, wie er mit mir über Weltmission gesprochen hat. Und ich saß in einer Predigt und dieser Prediger hat eine feurige Botschaft über Weltmission gehalten und Gott hat mir diese Frage gestellt: Harald, bist du bereit, mir egal wo, auf dieser Welt zu dienen? Und wisst ihr, wenn man 17 ist, dann ist man da begeistert und sagt, natürlich Gott, keine Frage. Und ich wäre auch gleich losgezogen, hätte da nicht die Stimme des Heiligen Geistes durch meinen damals ungläubigen Vater zu mir gesprochen und gesagt, erst Schuster, bleib bei deinem Leisten, erst machst eine Ausbildung zum Schuhmacher, das bin ich von Beruf, und dann sehen wir weiter. Aber dieses Reden Gottes damals in dieser Predigt war ein roter Faden, der sich bis heute durch mein Leben hindurchzieht. Und dieses Reden Gottes hat mich hineingeführt in einen ganz persönlichen Lebensweg, der viel mit Weltmission zu tun hat, immer noch.
Manchmal redet Gott durch einen inneren Eindruck zu uns. Gemeint ist damit ein Gedanke, der uns immer wieder kommt, der uns immer wieder beschäftigt und der uns auch immer wieder so in eine bestimmte Richtung drängt. So kann es vielleicht ein Mensch sein, an den ich länger nicht mehr gedacht habe und ich werde ermutigt, dafür zu beten. Oder jemand kommt mir immer wieder in den Sinn und oft, es gibt viele Berichte, dass Menschen für eine bestimmte Person gebetet haben und im Nachhinein stellt sich heraus, dass diese Person in dieser Situation genau an diesem Tag ganz dringend Gebet gebraucht hat. Ich möchte dich aber trotzdem ermutigen, prüfe deine inneren Eindrücke sehr genau, dass der Eindruck nicht einfach Ausdruck deiner Wünsche ist. Auch hier gilt, niemals wird Gott konträr zu den Aussagen seines Wortes reden. Und dann habe ich auch bei mir ganz persönlich selber festgestellt, manchmal gibt es auch so Funkstörungen in unserem Unterwegssein mit dem König. Wir können die Flöte des Prinzen nicht mehr hören oder die Melodie des Königs nicht mehr hören. Wir hören nur noch hoffe nichts, Melodien oder eigene Gedanken. Und ich glaube, es hat mit deinem und meinem Lebensweg und Stil zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass jede Sünde, ob groß oder klein, ganz nebenbei gibt es, glaube ich, keine großen und kleinen Sünden, aber dass jede Sünde ist wie ein Stolperstein auf deinem Weg in der Nachfolge. Und aus diesem Grund warnt uns Gott und warnt mich Gott, nicht leichtfertig irgendwie mit der Sünde umzugehen, wenn ich sie immer wieder auch zu ihm bringe. Vergibt er mir natürlich gerne und versteht mich richtig, ich muss nicht perfekt zu sein, um die Stimme Gottes zu hören. Nein, die Verbindung bleibt frei, weil wir alle werden bis zu unserem Lebensende immer wieder mit der Sünde zu tun haben und Vergebung brauchen. Es geht nicht um das perfekte Leben. Und dennoch ist ein leichtfertiger, mutwilliger Umgang mit Sünde wie ein Knoten in der Leitung, der meine Kommunikation mit dem Vater behindert oder gar verhindert. Paulus schreibt den Hebräern in Hebräer 10, Vers 26, wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Damit ist nicht Schuld gemeint, die wir wissentlich begehen und die uns leid tut und die wir auch bekennen als eine Verfehlung und darum wieder umkehren, sondern damit ist ein Lebenszustand der Sünde gemeint, der Sünde zur Normalität werden lässt und der Wunsch nach Vergebung verloren gegangen ist. Und wenn wir in diesem Zustand leben und wenn wir diesen Zustand auch in bestimmten Lebensbereichen tolerieren, wirst du feststellen, dass deine Kommunikation mit dem Vater einzufrieren droht. Egal, wo du dich in deinem Hemlock befindest, wo du unterwegs bist, schwierige Phase oder leichter Wegabschnitt, der Prinz, er ist an deiner Seite, wenn du ihn gewählt hast für deinen Weg durch dieses Leben. Sein Versprechen gilt, siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende der Welt. Der Prinz, er weiß den Weg durch das finstere Tal. Er kennt den Ausgang von diesem Hemlockwald. Und ich kann dir eines sagen, es ist nicht der einfachste Weg, der durch den Wald führt. Es ist auch nicht der breiteste Weg, der durch diesen Wald führt. Nein, er ist immer an deiner Seite und er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch ihn werden wir das Ziel erreichen. Und das wünsche ich dir, dass du das erleben darfst,
dass er dein Weg ist, der dich sicher führt. Dass du die Stimme des guten Hirten immer und immer wieder hören kannst. Und dass du dich immer wieder neu justieren kannst in deinen alltäglichen Herausforderungen. Die Stimme, die Melodie des Königs zu hören und am Ziel ankommst. Er ist bei dir. Sei gesegnet, durch diese Woche, die vor dir liegt, hindurchzugehen und diese Intimität mit dem Prinzen zu leben und zu erleben, es sind nicht nur die großen, wegweisenden Entscheidungen, die man einmal, zweimal oder dreimal im Leben fällt, sondern mitten hinein in die Tagtäglichkeiten deines Lebens will er dich führen. Amen.